willkommen. Heute wollen wir Ihnen wieder ein Video vorstellen. Es geht dieses Mal um das richtige Loben. Das richtige Loben ist etwas, was in der Erziehung eines Kindes sehr, sehr wichtig ist, was aber oft nicht ganz richtig gemacht wird. Deshalb wollen wir Ihnen jetzt in einer Szene einmal vorstellen, wie richtiges Loben funktioniert. Dabei fungiere ich als ein 14-jähriger Jugendlicher, der am PC sitzt und im Internet surft und den ganzen Nachmittag schon im Internet verbringt. Und meine Kollegin, die jetzt gleich reinkommen wird, fungiert als meine Mutter, die mich dann auch im Endeffekt lobt. Okay, lass uns anfangen. Ja? Hallo Nico. Hallo. Na, was machst du gerade? Ich bin im Internet und Facebook und YouTube und schaue mir ein paar Sachen an. So. Das hast du auch schon vor 3 Stunden gemacht. Ja und? Ich würde sagen, du machst jetzt deine Hausaufgaben für 1 bis 2 Stunden, schaust dir die ein bisschen an und gehst später wieder ins Internet rein, okay? Okay. Ach, Englisch, Vokabeln. Ja. Ja? Oh ja, super. Schön, dass du jetzt auf mich gehört hast und gleich mit den Hausaufgaben anfängst. Machst du echt klasse, danke. Mhm. Gut. Wollen wir die Situation nochmal einmal zusammenfassen? Was ist geschehen? Ich habe meinem Sohn die Anweisung gegeben, jetzt erst einmal Hausaufgaben zu machen, bevor er weiter im Internet surft. Mein Sohn hat auf mich gehört, indem er angefangen hat, seine Hausaufgaben zu machen. Dadurch habe ich ihn gelobt. Aber wie habe ich ihn gelobt? Kommen wir zu dem ersten Punkt. Spezifisches Loben ist besser als allgemeines Loben. Was bedeutet das? Ich bin zu meinem Sohn hin und habe konkret gesagt, für was ich ihn lobe, dass ich es gut finde, dass er auf mich gehört hat und dass er jetzt seine Hausaufgaben macht. Dadurch habe ich mich natürlich wirklich nur in der Verhaltensweise bekräftigt gefühlt und die Aufmerksamkeit meiner Mutter dafür bekommen, dass ich die Vokabeln jetzt gemacht habe. Und nicht einfach nur allgemein toll, sondern genau dafür, dass ich ihr gefolgt habe. Das weiß ich dann noch. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Unmittelbar. Ich bin noch einmal kurz danach ins Zimmer gekommen und habe geschaut, ob mein Sohn auch auf mich hört. Und dadurch habe ich unmittelbar ihn gelobt, dass er auf mich gehört hat und seine Hausaufgaben gemacht hat. Ich bin sofort darauf eingegangen, habe reagiert und habe ihn gelobt. Es ist für Kinder sehr wichtig, dass die Konsequenz gleich unmittelbar danach erfolgt, dass das Verhalten, dass die Verhaltensweise, die positiv ist, sofort danach bekräftigt wird. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sowas öfter zeigen. Und dadurch fühle ich mich als Sohn, jetzt in dem Rollenspiel, natürlich auch sofort motiviert weiterzumachen. Weil sofort, nachdem ich etwas bockig zwar, aber dann dennoch mit den Vokabeln angefangen habe, ist meine Mutter reingekommen und hat mir dafür ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Was mich bekräftigt in meinem Tun. Kommen wir zu dem dritten Punkt. Was ganz wichtig ist, man sollte nicht die falschen Verhaltensweisen, die der Sohn oder die Tochter früher begangen haben, erwähnen. Das heißt, es wäre falsch, wenn ich gekommen wäre und gesagt hätte, ja endlich hörst du auch mal auf mich. Nicht so wie sonst, wenn du immer weiter im Internet surfst, wenn ich was von dir will. Das wäre falsch gewesen. Dadurch hätte ich ihm sofort vor Augen geführt, dass er sich sonst nicht richtig verhält. Ich bin nur auf das richtige Verhalten eingegangen und habe ihn in der Hinsicht gelobt. Dadurch hat meine Mutter natürlich in mir keine vergangenen Kritiken hervorgerufen und keine schlechte Stimmung geschaffen, sondern sie hat das, was ich falsch gemacht habe in früheren Zeiten, einfach außen vor gelassen. Dadurch kommt es nicht zum Streit und ich fühle mich wirklich nur wegen diesem spezifischen Verhalten, das ich gezeigt habe, nämlich ich mache die Vokabeln jetzt, weil es meine Mama gesagt hat, bekräftigt. Es ist auf das Positive gelenkt worden und nichts Negatives dabei. Und das ist auch sehr wichtig. Genau. Also, es sind 3 Punkte zu beachten. Das spezifische Loben, das unmittelbare Loben und das richtige Verhalten loben. Probieren Sie es doch mal. Danke. Gut. Tschüss.